Hallo. Oh, was ist das für ein schönes Leben, hey. Endlich zocken, ohne sich jedes Mal über Lags aufzuregen. Man weiß nicht so genau, ne, was der Kollege hier treibt. Aber wir sind am Start. Guckst Passt du, doch. ich gehe ganzen Tag arbeiten auf Baustelle. Dann ich muss noch gucken wegen Grafikkarte. Ich dachte, Grafikkarte ist so eine, weißt du, so eine Karte mit Bild. Kannst du gerne haben. Karte mit Bild kann ich dir Guckst kaufen. du, kaufst du mir auch eine NFT? Ach, Jemine. Nö. Das ist Ist zu auch noch so teuer. ein Trend, ey. Scheiße. Das ist auch wieder so ein Trend, ey. Stimmt, das hast du mir noch geschrieben, ne? Das ist ja schon länger. Das ist, Ja. soweit ich es mitbekommen habe, ist das ein Original, also einfach ein Bild, das eine Sicherheit oder irgendwie eine Bitverschlüsselung hat von XYZ. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann das nicht kopiert werden. Was witzig ist, du hast vorhin, ich habe mal deine Aufnahmen angeschaut. Du hast hier auf der Map eine Bienenkönigin übersehen. Ein Bienenstock. Oh, eine Da einzige. muss ich dir das schon auf YouTube schreiben, als Kommentar, weißt du? Da habe ich Du aufgepasst, hast da ne? bei Sekunde 43.000 eine Biene übersehen. Weißt du, bei Oh Gott. 50.000 Sekunden. Oh. Ich werde vergiftet. Ach, das ist nur in einer. So ein Grauschamane. Und weißt du was? Ich habe ja letztens mein Setup hier ein bisschen umgeräumt und weniger Kabel und so, ne? Aber jetzt, wenn ich mal das vielleicht noch einmal überlegen und dann müsste ich sogar für Audio nur noch ein Kabel anstatt drei benutzen. Also dann wird es nochmal weniger und mit dem neuen Rechner dann wird es dann nochmals weniger. Also es tut sich immer weniger. Oh. Immer weniger. An Kabel, Kabellage und weiß der Geier was. Ja. Das Video, was ich dir von dem einen Typ geschickt habe, das hast du gesehen. Ein Video? Das mit der Audio. Ach so, ja, genau. Ja, es ist halt, wenn du zwei Rechner hast, die du verknüpfen musst, ist das halt normal. Aber der hat das nur gemacht, damit er wirklich auf Ultra HD Kraft. Der macht unseren Karten kaputt. Dann hau zurück. So, haben mit dem Bogen erschossen. Ja, aber das ist ultra sick. Weil der hat eine Ja. ganze Event Location, also ein ganz, nennen es Event Location, hat ein ganzes fucking Haus mit 30 Rechnern ausgestattet, damit du überall jede Szene switchen kannst. Das ist, boah. Ja, aber wer braucht das Eigentlich jetzt? ein mobiles Fernsehstudio. Das ist krass. Eigentlich, wenn du dir überlegst, wenn du das wirklich beruflich machst. Ein Traum. Du musst keine Studiokosten bezahlen, ja, sondern halt gegen das Haus, je nachdem, wie du es finanziert hast. Ja, Und Häuser Strom. kaufen ist nicht lustig. Aber wenn du mit Streams gut verdienst und investierst, dann klappt das. Ja, musst halt schauen, wie, was, warum. Ist ja immer so eine Finanzgeschichte, ne? Genau, ja. Auf jeden Fall eben. Der muss nicht irgendwie ein Fernsehstudio, der muss nicht Rechte für irgendeinen Fernsehsender In abdrücken der oder so. Schweiz, ja. In Kann einfach anderen. gechillt in sein zweites Haus gehen, sagen, okay, ich lade mal ein paar persönliche Gäste ein, zum Beispiel Kayana hat er letztens eingeladen. Und dann talken wir einfach so in meinem Haus gemütlich. Ja, jetzt möchte ich, dass ich diese Kameraszene oder diese Kameraszene, das stellt er alles mit dem Stream Deck ein. Er hat über 40 programmierte Szenen, da habe ich das XXL Stream Deck von Okay. Elgato. Also einfach der Überknaller, also wirklich, das ist Selbstverwirklichung vom Feinsten. Nicht so wie bei uns da mit Greenscreen im Keller, Was, im Keller? Wäschetrockner. Das war mal. Ja, Gut, wirklich. da war es nicht heiß, ne? Da war es immer schön kühl. Also gut. Nee, es war angenehm. Sag ich mal so, im Sommer war es angenehm und im
im Winter hat man halt ein bisschen geheizt, bis dann der Rechner dann die ganze Power in Wärme umgewandelt hat. Ach, das waren Zeiten. Lustige Zeiten. Ja. Lustige Zeiten. Aber mittlerweile eben kannst du ja die Games outsourcen, ne? Da musst du ja die Power... Ist auch so eine Geschichte, ne? Nur mal so als Ding, wenn wir dann wirklich das so ummünzen, ist jetzt egal, in welche Richtung, ob stationär oder Laptop-mäßig. Wir verbrauchen etwa ein Zehntel, also du hast ja einen Laptop, aber ich verbrauche dann circa ein Zehntel der Energie, der Stromkosten. Nur mal so. Also weißt du, wie viel Watt ich im Max ziehe? Nö. 150 Watt. Eben. Ich habe gut, ich weiß nicht, ob ich ausschöpfe, ne? Aber ich bin so früher noch, als ich die noch nicht die RTX 3080 Ti hatte, war ich so um die 200-300. Vielleicht mal 400-500 rum. Es wird Tag. Ich mach mich vom Acker, weißt du? Ich gehe. Wie viele Steine haben wir da? Ey, warte mal. Ich hab da noch. Karren voll. Karren voll. Wirklich? Ah, gut, dann. Komm ich mit? Muss ich jetzt das noch schleppen für diese Menschen? Ja, logisch, oder? Du warst ja der Erste, der hier rangekommen ist. So, ja. Ist schon sick und vor allem eben, das ist jetzt schon wirklich 6 Jahre her. Also, was? Eben diese Aufnahme, die ich dir geschickt habe. Ach so! Das ist 6 Jahre her. Wusste ich, ja, hab ich gar nicht realisiert. Wenn du auf Insta schaust, dann merkst du, wie ich deinen Namen misshandle. Warum? Ich hab dich markiert, ich hab das Bild gepostet. Ach, ich hab Instagram schon lang nicht mehr installiert oder benutzt oder was auch immer. Meins wurde letztes Jahr gehackt, ne? Ich war nämlich so dumm. Ich hab vor 15 Jahren noch diese Zeit mit MSN. Ja. Da habe ich so einen Amazon Hotmail angelegt. Ach, der wurde mir schon vor, ich glaube, das waren 10 Jahre oder 12 Jahre her, wurde ihm auch schon gehackt. Da haben plötzlich meine Kollegen gesagt, du schreibst jetzt auf Englisch, was ist denn los mit dir? Bei mir ist halt eben das Problem, ich kann mich nicht mehr mal in Hotmail anmelden, weil ich da die Zugangsdaten gar nicht mehr weiß. Und eben Microsoft dann irgendwann mal gesagt hat, nee, stellen wir ab, fertig. Heißt jetzt neu Outlook, nicht mehr Hotmail. Gut, danke an dem Punkt dafür. Immer wieder gerne. Und ja, dann wollte ich bei Insta mein Passwort zurücksetzen. Dann haben die mir geschrieben, ja, sie schicken mir den Bestätigungscode an Nummer, Endziffer, irgendwas mit 7. Habe ich so gedacht, hä, Nummer 7, was ist das? Ich dann rausgefunden habe, das ist meine uralte Telefonnummer, die ich schon seit Jahren nicht mehr nutze. Mhm. Ja. Kannst du dir vorstellen, wie prickelnd das war? Dann habe ich halt Mail ausgewählt. Ja, wir schicken es an die Mail. Obwohl ich seit Jahren in diesem Business-Profil, weil ich habe ja ein Business-Profil gemacht, das ja das Influencer-Profil hat. Dann habe ich da hingeschrieben, dass das meine Business-Mail ist, die eine Gmail, die ich aktuell noch nutze. Mhm. Dann haben die dann geschrieben, nee, nimm die gleiche Mail wie bei Facebook. Ich dachte, oh Junge, dann gab es noch eine Möglichkeit über Facebook. Da dachte ich, ja komm, das passt schon. Habe ich mich über Facebook eingeloggt. Facebook hat dann gesagt, ja, schicken wir dir auf die Hotmail weiter. Ja, so geht's. Auf dem Punkt bin ich komplett ausgerastet, weil ich mein scheiß Passwort nicht mehr zurücksetzen konnte. Mhm. Muss jetzt deshalb einen neuen Insta-Account anlegen. Ach, ist glaube ich halb so wild. Ja, 400 Follower für nix. War schon eine deprimierte Zeit. Ich frage mich gerade. Oh! Du musst schon sehen, ich habe da wirklich Arbeit investiert. Ich habe ja da, ich habe jetzt, lustigerweise hatte ich zwar nur 400 Follower, aber ich habe da schon Anfragen gekriegt für irgendwelche Placements, also halt so kleine No-Name-Placements. Ach so, hatte ich auch schon. Aber das hat mich dann so richtig gefreut. Ich war mit denen gut in Kontakt und als dann konkret werden sollte, Insta weg. Ich hatte da mal, oh, das ist auch schon 10 Jahre her, glaube ich, oder sogar 8, ja, sag mal,
6 bis 8 Jahre her hatte ich auch schon irgendein Spiel mal von einem Schweizer Entwickler mal gespielt. Aber ich glaube, das wurde dann auch irgendwie eingestampft oder ich weiß nicht was. Und naja. Dinge kommen, Dinge gehen, ne? Das ist einfach sick. Wie dumm man eigentlich sein kann. Deshalb, ja. Die Menschen, die oldschool ihre Passwörter irgendwo auf dem Post-it, keine Ahnung, müssen wir jetzt auch nicht sagen, wo das ist, irgendwo ablegen. Die sind Genies. Ich hab die immer ausgelacht, haha, wenn ich das Passwort finde, dann kann ich mich reinhacken, ja. Stimmt schon. Weil wer hätte gedacht, dass ich jemals wieder diese Hotmail brauchen würde? Niemand. Ich habe damals Facebook damit gemacht, weil ich E-Mail. Das gab's für mich nicht. Ja. Naja. Lange Rede, kurzer Sinn. Solltest mal dein Insta checken. Mein Gott, wo ist denn das Eisen? Ich, hä? Warum? Hä, ich habe doch ein Steinmetz umgenietet. Oder war das kein... Das war kein Steinmetz. Oh, oder doch? Nee, doch, das war einer. Warum? Wo ist das Eisen hin? Du trägst zu viel. Ja, das ist doch super, dass ich zu viel trage. Ja, dann kannst du mal ausziehen. Ja, aber warum? Das Eisen eine Steinmetz war kaputt, den musste ich wieder replacen. Nee, ich habe ein Steinmetz kaputt gemacht, da ist Eisen einfach weg. Nee, das sollte nicht sein, außer jetzt irgendwie durchgebackt. Hm. Habe ich dieses Holz am Boden geschmissen, das kann ich dann wieder gleich umdrehen. Doch, doch, da passiert was. So. Ja, muss. So, also eigentlich sind wir ja komplett abgeschweift von dem, was ich am Anfang erzählen wollte. Und zwar von meinem supergeilen Bett, was heute... Ah, stimmt. Sollte. Ja, logisch, ja. Das kann man in der nächsten Runde erzählen, ne? Ist ja jetzt schon wieder... Ja, gut. Stimmt, dann bleiben wir beim Thema mit Activision-Kauf. Weil das hat jetzt in der Call of Duty-Szene so ein riesen Rabau ja, gegeben. Weil halt, ja, Call of Duty ist nicht mehr Call of Duty wie vor zig Jahren. Deshalb bin ich damals auch aus dem E-Sport raus, also. Weil. Wir haben es competitive-mäßig so verkackt und im Multiplayer, also Core, wenn man das so umgangssprachlich nennt, haben die es auch verkackt mit diesem Skill-Based Matchmaking. Du hast nur noch Gegner gefunden, die gleich gut sind wie du. Kann ja schon eine Challenge sein, aber ich spiele ja Casual, also Core, aus einem einzigen Grund, weil ich Loops bashen will. Und einfach mal chillig mich auf entspannt einspielen will, ohne irgendwie gleich um den Weltmeistertitel zu schwitzen. So. Ach so, ja. Das haben die halt dann eingeführt, weil sie gesagt haben, ja, wir müssen Safe Spaces einführen für Noobs. Safe Spaces waren dann so die Camper Spots. Und dass Leute, die halt nur in der Ecke chillen und aimen, dich holen können, auch wenn sie gar kein Aim haben und du halt wie ein E-Sportler präzise spielst und wie ein Gott aimst, dass du keine Chance hast, weil du siehst den Gegner ja nicht, er dich aber schon, weil er kämpft. Und dann, ja, war es dann halt irgendwann mal fertig, weil ich habe dann wirklich 1-2 Runden gespielt und danach war es dann nur noch so, dass der Controller fliegt. Dann fliegt er gegen die Bettkante, dann flog einer gegen das Fenster. Fisch wurde auch schon mit in Leidenschaft gezogen. Den alten Laptop, den habe ich kaputt gehauen. Weil halt, ja, damals war noch die Zeit, wo ich mit YouTube mit dem Clan Cash verdient habe, auch mit dem E-Sports. Und ja, irgendwann mal, wenn du es halt dann nicht mehr bringst in der Szene mit Gameplays, mit Commentaries und so, dann bist du halt weg vom Fenster. Und ich hatte einfach, man hat es mir angemerkt, meine demotivierende Stimme. Ich musste mich wirklich motivieren, jeden Tag. Heute machst du einen Kommentar. Heute spielst du ein Gameplay. Heute spielst du ein Gameplay. Und dann kam vielleicht mal ein Content alle Monate mal wieder.
Und dann bist du halt, ja, weg. Am Arsche, am Arsche. So etwa in der Art, ne? Genau, ja. Es hat einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und deshalb sind jetzt alle, wie von der Call of Duty-Szene, sind zwar riesenfroh, dass Xbox das gekauft hat, aber das zeigt auch schon, wie prekär oder schlecht Activision dasteht. Die machen zwar ihre Millionen Umsätze, nee, die haben letztes Jahr 1 Milliarde Umsätze mit Mikrotransaktionen gemacht. Sprich, alles was in-game, zum Beispiel Skins, Waffenskins etc., haben die 1 Milliarde Umsatz gemacht. Ja, ist gut, nur ne? Mit diesem Scheiß. War halt das Spielprinzip von den Machern, also von den Leuten, das wird nicht mehr so gehalten. Das ist dann von denen verschulden, dass das nicht mehr so Fun macht und prekär an Spielern verliert, an Spielern zu haben. Ja. Nur noch die total, also die Hardcore-Gamer, die dieses Spiel auf YouTube bringen, promoten, die eigentlich wichtig für die Branche sind, auf die hat Activision dann einfach, auf Deutsch gesagt, geschissen und sich nur noch darauf konzentriert, neue Kunden zu erwerben. Koste es, was es wolle, indem man das verkauft, dass es noob-freundlich ist, indem man irgendwie Skill-Based Matchmaking einführt, indem man zig Milliarden Skins einführt, die keiner braucht, du eigentlich ein Pay-to-Win-Spiel draus machst und es hat funktioniert. Du bist ja wirklich die ganzen guten Spieler bist du losgeworden. Dafür hast du jetzt alles so die totalen 12-jährigen Kellerkinder. Die gut. Mama und Papa nach Taschengeld fragen, um sich den neuen Skin zu kaufen, der ein bisschen pinker ist als der andere. So ein Season Pass, das dreiste ist, so ein Season Pass kostet 20 Franken. Keine Ahnung, ey, was das Ding heutzutage kostet, ne? Eine Season geht 3 Monate. Du musst alle 3 Monate 20 Franken ausgeben für ein Spiel, was schon 80 Franken in der Anschaffung kostet. Ist doch schön, oder? Ja, und das war es halt einfach nicht mehr wert. Ja, und damit sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. So, bis die Heulsuse geht weiter. Tschüssi. Ciao.